Erbesäck und Moor. Dillings haben wir Erbesäck und Moor. Bei ich Fabrik bringt man und Satterle. Herber Block als ein Boss. Ich ja, dass man sein Gelände wollen durch die Mose. Oder hier, aber hier kann man richtig schön baden. Im Moor. Ne, Rasmus, wir dat wel wär's. In Moorbad nahm du doch eine Bosewand. Ein Moor, der kann hustens in ein Zacke. Der soll in Schauf wach, als Herbert redet haben. Morgen nennt er. Kunum jog wieder rein morgen. Jetzt wusste Mose, volle Vorlecker als Dilling. Der nö seines Lütje grieven, so dort et Worder aufgeschaut. Aus Jetz wusste Mose hier an der volle Wettch en Slubri, Kö, der in Önsacke. Hier gibt es Dinge, wat Dilling noch just so ötzi als Jetz hele Mose. Hier als noch vor ho ienge ich aufgrieven würden, in alles was drüch. Als her nien ich mir was, het um Mose wieder unner Worder seht, dort et weg reihe kun. Aus, bittet ich loch, her wieder 10 Meter tschuck es, wort et so'n 10.000 ihr. Dann in Mose greit ax ihr mon 1 Millimeter. Also, wenn sein muss, ich hab jetzt kein festes Stöckchen. Den kann ich, ich weiß nicht, wie tief reindrücken. Wenn ich da reinfall, dann bin ich weg. Da komme ich auch nicht wieder raus. Nee, ich krieg den hier nicht so richtig raus. Das ist Torfmoos, ja. Das ist die Pflanze, Torfmoos, Sphagnum. So, und die kann 90% von ihrem eigenen Gewicht an Wasser speichern. Das ist das Moor. Wenn dies hier nachher zersetzt wird durch die Huminsäure, die in dem Moorboden drin ist, dieser saure Boden, wird dies zersetzt und das ist nachher dieser Weißtorf. Dort waren wir es in Nauer in Kieke. Im Mose bestund den ganzen Berg Ölmoos, was Avenauer greit ist. Der Material nennt um Ich. In Ich Südje schucht ut als ein Trolling. Mal ein Moorbahn transportiert. Hier geht Lokomotive in Lohr. Hier ist ein Lokomotiv ein Stöge in Schal von den Aure in Wachslabet worden. Wann der Reni weder ist, schall der Sön. Habe scharniges Dreilwort, aus hebe viele nie Hühe. In Lok kun ab to 20 Lore Team.
Dort jeft hier in Mondscherb, war die Scharninge von der Bohn verlegt. Oh, se Scharninge Lupe hier so krümm. Wer kam dort an von? Dort kam der von, dort der Wohne so schwor san, in der Grün zu so Uhr. Hier schaue ich als wie Sönstreile, oder der so rinnt, in der viele aus Dördreile. Der wird ich von der Idi-Fabrik verlesen wird, wird ein Grottenbunke als Vorrät vor Wunter sammelt. Dann wird am Wunter im Ohr die Wettjas, konum auch mal im Moor bauen. Ei wird aber Mosepier. Beschein würden der in uns sagen. Hier sind auch gerade Raupenfahrzeuge in der Gung, da ihre Pistenbullis geben aus, man aber Skipiste in den Berg. Oben auf die Grotte Bunkerstund hätt um ein fein Ötkik. Basti, sitz mal ruhig. Sind die ganzen Haufen hier für Winter? So, denn erst dort Rasmus. So dort die Eidfabrik auch dann in der Gung bleiben kann, wenn der Moorborn am Wundrem einkehren kann. Ein Grottpart von Eid wird mal Bütje auf dem Küstenkanal auf der Niederlande gebrochen. Der gibt es man in Gordeniere, mal Driffhüsen. Und da brücke auch am Wundre, ich zu Jahre plonte. Thank you.
Erasmus kieke den Leid skeptisch. Was ist dort von Maschinen? Jück jad gorn san. Amen bei 700 Tarentimeter, avit de. Hier holt ich ütte Mose. Dort assen ich Grefmaschinen. Dort wo was Loch und Moor hat, wird ich. Hier e Grefmaschinen kämpft, schall den Fräse, dort wo was wird ich wachfräse. Amen schuchten ohne Grund zu fahren. Hier konnte Grefmaschinen gerne wieder machen. Dort Bobersloch als alte Krömien ward ei Absicht. Die Kröme glitte auch ein Glittblatt auf der Deo. Die Ich-Grefmaschine als extra zu dort auch bebaggert wird. Hier läuft alles mechanisch in so einer Hydraulik. Scharpe Knivinge schere der Ich-Platte zu Südje. Die Südje kann um Eve dort gehört ein Bunke absehen. Hier wisst Rasmus, ist ein Idsüdje, was noch wett und zwar ist. Wenn das Südje lange noch ein Wind und Sand lehn hebe, war es dröger und leichter. So scheint's mal hön am See worden, dann eine Maschine küsst ein Stöge machen. Das Absehen von Südje ist ein Schwarstück Arbeit. Das Südje wurde Tautunge und ihr am See, das ganz dröge war. Drüg wird ich als Odeur, oder der so volle Arbe entsticht. Auch hier, oder? Wenn der gut so, ja, was, wo kommst du her? Auch schade. Auch schade. Hey, die Kuh ganz gut. Wenn ich ja als Holly ihn morgen mit Herbert Efter, höf volle Schaft hebe. Aken ja Schaft ab zu 200 Meter aber day. Und das sehen wir mit 10 Jahren nicht mehr. Warum nicht? Warum sehen wir das in ein paar Jahren nicht mehr? Weil dann der Torf abgeerntet ist. Dort wird ich, als dort bo was Loch und Moor. Der Onner kam dort zuert ich. Wenn dort bo was Loch efter ho Ienge aufgerieben has, jeftet ein dort her Moor, nien wird ich mehr. Dort wird ich als Dröch ein Konto-Ich-Fabrik brucht worden. Dort wird ich als Dröch ein Konto-Ich-Fabrik brucht worden. Der Moorbahn bringt dort wird ich jas in diesen Tor Konto von Moor. Bei Konto wird amkuppelt. Nö kommt die Grot Schwor noch. Je he und Moor ei Kehre kühlt, oder das alte Schwor ist ein Inser gewirrt. Foto, ja. Ja.
Gelatsch lock, tschuch de Lore, wieder tu ich if den Mo. Kehre wie, weil ich grot noch hame, zu der Fabrik. Hallo Alfred, du kommst einmal. Lock erst all voll. Grot noch kommt in ganzen Berg. Lock 4 Stunden auf Instig vor. Oh, zum Störer der Lok. Und nun sind wir links in der Fabrik. Ein Radlader liest die Lore auf. Als Tor, wenn er zu Weg kehrt, piepet er, dort den Argen aufpasst. Eva Maria bagge Dilling in Lädchen Drage. Die kon ei fliehen aus, ich schocht ze natt ef de Hafstöt. To jas klavet zen Rome, ut Holthube. Der wort im Bröcket stock tschüch bei Faust maget. Göch Faust klave, dat et ook holt. Lest das gleich andersrum, dann hält es, wenn du vorne weitermachst. Nö, ein Tri konnte Nos, ein Müs, eine Ugende. So, noch was Läufe bei ihr Sitte, ein bei ihr Stjad. Klar als die Drage. Hebe wir es wit ich und kiegt, aus onat wit ich leidot suert ich. Suert ich
wird einmal eine Grievenmaschine aufgerieben, aus mit einem Bagger. So ich wird Bütte und Mohe abseht und logert. Sein Bunke schallt ruhig bliebe, an derem grieft eine Maschine der Grüpple drin an. Der Eder, die Bärde, dort erst zu ihm. Nö, sind wir wie eine Fabrik. Hier wird zu und das wird ihn hier reinmacht. Wems war es auch mangt, wems kamen die auch noch andere Kehre in Tor. Dort hängt der von auf, was für ein Produkt der von Worte schafft. Hier ist ein Gruppen safe in Law. Und hier ist ein Lupenkloy, die kommt der Dilling in To, dann Dilling, wird der in was ich zu plunken zu Hupestalt. Hier wurde ich zu plunken auffehlt. An, wie kommt es dann Hane? Ab, ab. Förderbien, Amelian, hier wurde sich walzet, hier noch niesen, wurde sich am Lacht absiedlich. Sie wurde in Säge auf Palette gebracht. Der Efter kam die Folie drin an, dort ein Deal voll. Ein Gabelstapler bringt die Palette weg. Hier hat ein Frachtwagen all den paar Paletten auflesen können. Und was kann Volk mir ich alles morgen? Ja, zum Beispiel ein Apfelbaumplante. Der grün ist drüch und hart und voll von Rödje. Der kann ein Apfelbaum ein gut wachsen. Als wenn Holing grotte noch ist und um der Plant ich in ein Deed, so kann was werden. Ganz auf und rein damit. Ja. So, die Apfelbaum in und Holing und ich drin am Götch verdiele in Forstkrüge. Ja, es muss hier schnell ein Berg und was kann Völk noch mehr mal ich morgen? Ja, was? Heize! So ich brennt nämlich voll die Götch, wenn Piase den Knoten drüch ist. Ihr hätt Völk, hätt ich bloß tot Bronnen brückt, denn der Volk bloß suert ich gräven. Fort wit ich, hätt am Niems interessiert. Dilling ist aus, dann as Bronning wird ich ei Fohle mehr brückt. Dort maust ich wort Dilling to a Töninge, en von Gordeniere brückt. Adele hättet nur fein warm. Aus und kun von ich auch noch ganz was ausmorgen. Wie tust du das da rein? Ja, das ist dein Badezusatz, was du? Ich will da aber nicht warm. Na ja, um kun die Insen Breve. Dann ein Moorbord, das gräulich sind. Und um kun Eve das Götch slepe.
vor allem von dem Verkehl da. Ich werde mich so ein. Rasmus, was ist das für ein Gefühl? Ein kaltes. Ja, und wenn Rasmus ein Moorbord nimmt, dann wieder wird ich Jodkamp. Tau besieg in den Fahnen. Dählich sind wir tau besieg in den Fahnen, wie das Edwirk Grinsfeen in Zierter lohnt. Herbert Block ist die Edboss, für Hans Brinkmann die Boss. Oder hier, aber hier kann man richtig schön baden im Moor. Na, Rasmus, auf das wohl wer ist, in Fahnen Borde, da man doch in der Badewanne. In den Fahnen kann man versacken. Ein Schau ist er weg, aber Herbert kann ihm retten. Mag nix, man kann denn wir stehen, Marke. Früher wie die Fahnen noch viel gefährlicher als Delich, denn Delich ist die Fahnen durch Schlote Druckleit. Aber früher, wie die Fahnen stehen, wie sie ganz weit und murrach. Man kann daran versacken. Hier sind Städten durch schon so gut, als früher die ganze Fahnen aussah. Hier wurde noch bis vor ein paar Jahren Eid aufgebaut und alles wie drauf. Als das ganze Eid an diese Städte weg war, hat man den Fahnen wie weit gemacht, dass die wie wachsen kann. Aber bis das Eid wie 2 Meter tschuck ist, durch das schon 1000 Tiere, dann fahren wächst in ein Tier Blut an Millimeter. Da kann ich auch meinen Zollstock nehmen. Den kann ich, also wenn es sein muss, ich habe jetzt kein festes Stöckchen, den kann ich, ich weiß nicht, wie tief reindrücken. Wenn ich da reinfall, dann bin ich weg. Da komme ich auch nicht wieder raus. Nee, ich krieg den hier nicht so richtig raus. Das ist Torfmoos, ja, das ist die Pflanze, Torfmoos, Sphagnum. So, und die kann 90% von ihrem eigenen Gewicht an Wasser speichern. Das ist das Moor. Wenn dies hier nachher zersetzt wird durch die Huminsäure, die in dem Moorboden drin ist, dieser saure Boden, wird dies zersetzt und das ist nachher dieser Weißtorf. Wir wollen uns das Moor genau angucken. Fahnen bestand und ganz viel uraltes Moos, das nun erwachsen ist. Das Wirk hat Eid. Als Eidsode schucht das ut als Brot. Bibi leicht. Yeah, well.
Wärst du duell im Wurmerhorstchen? Wann jo doch der grüne Lumpe? Wo jo sie falle und sich verschalle, denn Fido wollen wir schon. Und wir dofieren, der ist in Lock, Lock, Lock. Und wann sie wir kommen, ist er immer noch. Dat eet in den Fahnen werd met je Fahnenborn aufwiert. Je Born het in Lokomotive und Loren. Hier is in Lok stucken und moet van Ursehen auch halt wede. Wenn das weht ist, muss so und ab der Gleise streit werden, wo strahle du Jule truch. Ein Lok kann bis zu 20 Loren Luke. Vor je Fahnenborn ragt das eine Monskop durch die Gleise verlesen. Aber je Fahnenborn ist so krumm und schief. Wo kommt das? Das kommt von der schweren Edweine und den Wogen untergrund. Hier moten do Monjude wie Sohn streie, weil das rient und do Jude sich urs trochtralle. Wie das Edwirk, wie die Fahn verleden wird, habe jo an großen Böld der Hupe führt. Im Winter, wenn das so richtig kalt und weht ist, kann man nicht mehr mit jo Bohnen fieren. Alles die dann versacke. Hier sind die großen Raupen. Pistenbullis hätte du. Du schuch man Urs Blut in der Wintermonde, in der Terpe wie viel Schnee leid. Von Boppe ab den Edbierdig hat man eine gute Aussicht. Ach, hier sitzt mal ruhig. Sind die ganzen Haufen hier für Winter? Je, Rasmus, damit das Edwirk auch dann noch arbeiten kann, wenn du Fahnenborn im Winter nicht mehr fieren kann. Ganz viel Ed wird mit Schiepe oder ein Küstenkanal in der Holland gebracht. Der ragt das Fuhltunke rein und die Brücke auch im Winter eht für ihre Plante.
Wett schuch Rasmus, der? Wett ist dat dann für eine Maschine? Ju fährt ganz langsam. Du zogen 180 Meter an ein Day. Ju Maschine halt eh du den fahren. Dat ist in Edstädter. Ju boppeste Fahnenloge hat Lies Ed. Bevor die Edstädter kommt, muss eine Fräse alles wegfräse, um eine lieke, glatte Flocke zu kriegen. Und hier können die Edstädter mit den Pferden arbeiten. Die Bobbelselage ist auf Krummel und wird nicht abstorpelt. Die Krumme rutscht über einen Blick an dir. Die Edstädtermaschine musste extra der verbaut werden. Alles läuft von alleine, sondern hydraulisch. Schärpe Sachse schneidet den Fahnen durch Soden. Durch Soden kann man etwas gut stoppeln. Hier wiest uns Rasmus an E-Zoden, die noch ganz weit und schwer ist. Weil du Zoden lange in Wind und Sonne leinhebe, werde du Druck und Licht. Dann mussten du Zoden mit der Hunde umgesetzt werden. Mit Maschine gingen du Zoden stücken. Du Zoden umzusetzen ist eine schwere Arbeit. Du werde in ein Jahr zwei umgesetzt, damit du auch ganz Druck werde. Drucket Grieseed kostet viel Geld. Das setzt viel Arbeit an. Auch hier, oder? Wenn der gut so. So, ja, war. Wo kommst du her? Auch schade. Auch schade. Wenn du arbeitest, Ferien und Hebe, mit Herbert Etter, wofür du Edringer schaffet hebe. Elke Edringer kann deges 200 Meter schaffen. Und das sehen wir mit 10 Jahren nicht mehr. Warum nicht? Warum sehen wir das in ein paar Jahren nicht mehr? Weil dann der Torf abgeerntet ist. Grieseed ist die bobbeste Eidloge in den Fahnen. Dann kommt die Schwotefahne. Wenn der Grieseed in ein paar Jahren aufbunkert ist, dann ragt er in diesen Fahnen nicht Grieseed mehr. Diese Grieseed ist druch und kann etter das Eid wieder gebracht werden. Die Fahnenbohnen bringt den Grieseed erstmal an den Rand von den Fahnen. Hier wird umkoppelt. Je stärker, schwerer Lok kommt nun. Diese Lok kann in den Fahnen nicht führen, weil sie zu schwer ist und insackiert wird. Foto, ja. Ja.
Litje lock, lockt de lose Loren wie in den Fahnen. Und nu fiere wie mit ju grote Lok at ju Fabrik. Hallo Alfred, du kost nit mal mi fiere, ju Lok is halt voll. Ju schwere Lok kann ganz voll luke. Die Lokführer steht auf der Trittbrett und will stört die Lok. Wie Albolde in der Edwirk. An Rettlieder mag du Lohren los. Immer wenn die Regels wird, piept die. Der Wurschgaunge. Eva Maria baut dälig ein Littchen Racke. Die kann nicht fliegen, schucht aber flug herzlich ut. Erst kliegt du den Rome ut Holtehupe, dann wird bunt gut 3 Uhr leid. Gut fest kliegt je, dat het ook halt. Nu een rode nose, een moele, en de ogen. Dan nog schleifen naar de zijden en dan entsteht. Chlor ist die Droge. Wann die frische Herbstwind weit, kommt die Trucht auf Fiedre, legt mein Flugge Drache stiege. Bisher habe ich blut Grieset blockiert, aber unter den Grieset sind die Schwote fahren. Die wird nicht mit der Städtmaschine aufgebaut, sondern mit einem großen Bagger.
Schwot et wird in der Fahn zu Hope fiert und der legert. Der mit die Fahn druch blüft, fräst in Maschine an Schlot um den Schwot et bölt. Der Beete, die Bierich, der das Schwot eht. Nun sind wir in der Eetwirk. Hier wird Schwot eht und Gris eht, von Strunt Schienmarket, Monikmol auch Misket, just als du Lüde das heben wollen. Hier ist die große Siu-Anlage. Und hier ist Ton. Das kommt derlich der Tau. Derlich wird in wilde Sorte von Plondede hergestellt. Hier wird die Plondede ausgesetzt. Und wie kommt du dann bei? Ab das Förderbein um den Tempel. Hier werden die Säcke anteilt, um die Säcke kantig zu kriegen, damit man die Boot stapeln kann. Dann werden die Säcke ab Holz stapelt. Der Stapel wird mit Folie umwickelt, damit die Säcke nicht runterfallen. Die Gabelstapler bringt den Stapel weg. Hier hat ein Lastwein all ein paar Stapel ablegen. Und was kann man mit Eid ein Markje? Hey, man kann einen Apfel.